Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3, Part 10. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den Fort vom Nordwindtal besiegt. Und daraus ging dann eine Seele hervor, die ich euch mal gerne vorlesen möchte. Was es denn damit auf sich hat? Ich muss jetzt mal gucken, wo die ist. Ja, das habe ich beim letzten Mal noch vergessen. Ah, hier ist sie doch. Die Seele von Wort vom Nordwindtal, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Fort diente als Vorreiterritter und war der flüchtigen Tänzerin niemals fern. Oho, das deutet also auf einen weiteren Boss hin schon mal. Mit Querverweis, Fußnote zu einem weiteren Boss. Nein, nicht doch. Ja, wir, beim letzten Mal haben wir auch so ein bisschen so Koop gespielt, ne? Das war ein bisschen unglücklich. Aber dann habe ich Offcam ein bisschen gespielt und siehe da, es funktioniert, ne? Ein bisschen Glut zusammengefarmt, das kann man ganz gut. Na, so ja, wie damals halt, ne? Bei den anderen Teilen von Dark Souls. Also bekommt man eben immer als Belohnung ein bisschen Glut und natürlich Erfahrungspunkte in Form von Seelen. Ne? Wir haben jetzt inzwischen 25.000. Vielleicht sollte ich die mal an den Mann bringen, denke ich mal, so langsam. Beziehungsweise an die Frau. Denn bei der können wir uns ja leveln, ne? So, jetzt machen wir erstmal hier. Oh, okay, Ausfallschild. Ja, das macht er gerne, wenn ihm nichts weiter einfällt. Da ist die starke Attacke, die haut uns natürlich gleich die Ausdauer weg. Total. Ey. Moment mal, langsam. Jetzt mal wieder dran gewöhnen. Weil ich nur den Bosskampf 10-mal gemacht hätte. Oh, keine Ausdauer mehr. Ja, da muss ich mich wirklich erst dran gewöhnen. Dass ich hier deutlich weniger habe. Ich kämpfe immer mit meinen hochgelevelten Charakteren, sonst bei Dark Souls 2. Ja. Und schön. Ich gehe erstmal mich heilen. Kann doch nicht angehen hier. Hallo? Normalerweise backstab ich die Typen immer. Das geht eigentlich ganz gut. Aber, naja, heute mal nicht. Egal. So. Ich trinke mich trotzdem mal voll. Hier kommen wir ja nicht rein, aber ich werde nochmal den Typen hier... Genau, der Grund, weshalb ich überhaupt hier bin. Ach, Mensch. Ja, kämpfen und reden, ne? Ist sowieso nicht meine Stärke. So, jetzt aber. Ruhe im Schiff hier. Genau, hier kommen wir ja nicht rein, ne? Und deswegen wollte ich hier nochmal erkunden, ob wir da bei dem Drachen was machen können. Ob wir da... Oh, da sind auch einige Gegner. Also die muss ich erstmal platt machen lassen von dem. Jetzt brüllt er nur. Du sollst speien, Junge. Oh, ich provoziere den mal ein bisschen. Ja, so. Oh. Der Armbrustschütze hat offensichtlich überlebt. Ich kann hier leider kein Voice Break mehr machen mit dem Schild hier. Deswegen ist unter dem Schild, wenn ihr vielleicht seht, so ein kleines Schwertsymbol. So ist schön. Das Problem ist, dass durch das Speien des Drachens der Boden brennt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir dadurch Schaden nehmen. Hä? Hab ich Schaden genommen? Ich heile mich einfach nicht so viel. Weil wir haben ja noch keine Asche gefunden. Ich glaube, es gibt auch hier die Asche aus dem zweiten Teil. Womit wir auch die Effizienz unserer Tränke verstärken können. Ich habe bisher nur eine Scherbe gefunden, weshalb ich bis zu 5 Tränke mittlerweile habe. Später ohne Weg. Ah, ihr seht's, ne? Ich nehme mir fortwährend Schaden. Oh, einer lebt sogar noch. Ich wette, den kann man auch noch irgendwie besiegen.
Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay, da waren wir ja, wenn ihr euch entsinnen könnt, gleich zu Beginn, als wir hier eingetroffen waren in Lothringen. Lothric, meine ich. Lothringen. Ah, schade. Ich möchte was auflesen davon, den Typen. Oh, da gab es auch ein Mondschild oder sowas. Ah, ist ja meistens so in den Souls-Spielen, ne? Da wo ein Drache ist, gibt es auch besondere Gegenstände. Ah, Spalter und Weg. Ja, soll sie erstmal abregen da und dann versuche ich es nochmal. Ja, da brauchen wir natürlich eine Rüstung, die einen unheimlichen Feuerwiderstand bietet. Die wir jetzt aber noch nicht haben. Gut, okay. Ja, so kommen wir auf jeden Fall da ran. Ja, der ist listig, der Typ. Können wir vielleicht wieder mit Pfeil und Bogen in einer längeren Aktion besiegen, aber ja, mit Gift oder so, aber der heilt sich vielleicht auch permanent, das wissen wir natürlich jetzt nicht. Ob es sich ähnlich verhält wie mit dem Drachen aus Dark Souls 1, ne? Gut, mit einem stärkeren Charakter konnte man ihn besiegen, wenn man dann, ihn angelockt hat und er dann auf der Brücke war, also der Brücken, den Brückendrachen meine ich natürlich, diesen riesen Lindwurm, dem man ja auch seinen Schweif abschlagen konnte, beziehungsweise abschießen. Mit dem Pfeil und Bogen habe ich das gemacht damals. Da konnte man so ziemlich am Anfang eine relativ gute Waffe, also ein gerades Drachenschwert, ja, so hieß es glaube ich auch, gerades Drachenschwert bekommen. Und das war gerade für einen Anfänger eine relativ effiziente Waffe. Ich muss ein bisschen weiter weg, sonst ist er immer noch, schiebt da mal wieder Aggro hier. Keule, aber mal hin. Aber da hinten ist bestimmt noch was Besseres. Aber da kommen wir nicht hin, oder? Nee, glaube nicht. Obwohl jetzt ein bisschen ruhiger ist. Oder nehmen wir das in Kauf? Rennen wir schnell hin und holen uns das und dann. Ach ja. Ach klar, ich mach das. Juhu! Yippie-yay! Ich hoffe mal, ich komme ran. Ja, ein Claymore. Jo, der wird uns relativ schnell grillen, ja. Vielleicht schaffen wir das sogar, uns da runter zu rollen. Ich hoffe es mal. Ja, geschafft. Alles erbeutet. Wunderbar. Okay, das war's. Aber jetzt kann ich mich auch nicht mehr heilen. Bin ein bisschen durchgegrillt. Deswegen bin ich hier leicht dunkel. Voller Ruß. Ja, ich schaff's. Ja, kommt durch. Ja, ihr seht's, ne? Man schafft es. Man schafft es relativ leicht und unproblematisch. Ja, das wollte ich euch in erster Linie zeigen. Und was natürlich sich hier noch befindet. Moment. Muss hier nicht noch eine Tür sein? Ach nee, die ist hier oben. Die ist doch genau gegenüber. Genau. Okay, jetzt kann man nämlich hier auch einen kleinen Shortcut zum Drachen hin. Na? Ihr erinnert euch, hier kam man vorhin nicht durch. Okay. Gut, hier will ich nicht runterfallen. Es ist doch ein bisschen hoch. Hier ist auch nichts versteckt, ne? In keinem Fass. Na gut. Ah, jetzt gibt es nämlich hier noch einen Gegner. Und zwar Dark Souls-Veteranen werden sich mit Wohlwollen, in Anführungsstrichen, daran erinnern können, was es mit dieser Kiste auf sich haben kann. Die atmet auch so ein bisschen, wenn man ganz genau hinguckt. Oder bewegt sich ganz leicht. Die nicht. Also sind die jetzt noch trügerischer als ich. Doch, doch, da. Jetzt seht ihr das. Ah, und ein deutliches Indiz dafür, dass es sich um eine Falle handelt, um eine Mimik, ist die Tatsache, dass die Kette nach vorne zeigt. Ne? Da, wo die Kette nach hinten zeigt, na gut, da könnte sich immer noch eine Falle drin befinden, aber zumindest keine Mimik, ne? Weil die ist noch ein bisschen wehrhafter als jede Falle. Ich weiß nicht, ob ich es mit der Mimik so ohne weiteres aufnehmen kann. Ich werde eine stärkere Attacke, also mit L2 versuchen. Ne, das war schon mal ein Fehlversuch. Öffnen, ja, steht noch da, ne? Ah, hier steht auch eine Warnung.
War ich am Online-Modus? Ja, Vorsicht vor Schatz. Versucht angreifen, genau. Oh Gott, die hält verdammt viel aus. Ich glaube, die ist auch sehr stark. Ja, da müssen wir eine Fallattacke. Oh, die kommt bis hoch. Okay. Weg. Jetzt wollte ich den Schild auswählen. Aber oh, wie schnell die hochrennt, ne? Aber ich glaube, Leitern kann sie nicht erklimmen. So, ein böses Monstrum. Oh, und schnell ist die. Sehr wendig. Sehr agil. Ah, wo ist sie denn? Ah, sie bleibt genau da stehen, wo ich sie nicht treffen kann mit einer Fallattacke. Clever ist also auch noch. Och nö. Oder es ist einfach Zufall. Ich tippe mal fast auf Letzteres, obwohl. Ich kann sie nicht mal anvisieren. Was ist das denn, Leute? Doch, jetzt. Huh. Oh Gott, wenn die einen schnappt, dann kann sie einen, glaube ich, sofort fletschen. Na komm, hoch. Ja, und springen können sie auch. Oh Gott. Ich habe nämlich keine Lebensenergie mehr. Was soll ich tun? Wo ist denn das Vieh? Irgendwie hatte ich sie ja trotzdem erwischt, ne? Obwohl sie hier sich sehr gut versteckt. Ich kann sie nicht anvisieren. Doch. Ist er nichts anvisiert? Ich sehe es immer nicht. Nee, ist er nicht. Ich versuche mal hier hinzugehen. Kann ich da eigentlich rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Ah! Weg! Die kommt einem auch relativ schnell hinterher. Oh, die hat mächtig Schaden genommen durch die Fallattacke. Ja, dadurch, dass wir nicht so viel Ausdauer haben, sonst können wir sie auch nicht hintereinander weg angreifen. Oh Gott, das ging daneben. Leider. Ja, sonst könnte man sie einfach zu Tode staggern. Aber das klappt hier nicht. Na? Findest du den Weg? Nein! Oh, ich stelle mich was an. Mal wieder. Aber ich bin noch zu schnell für sie. Also, solange ich genug Ausdauer habe, ja. Ach Gott, nicht. Ich spring nur ab von ihr. Ich meine, ist ja realistisch, ne? Also, die Physik-Engine funktioniert. Okay. So, jetzt versuche ich es von hier nochmal. Ah, das kann doch nicht angehen, Junge. Dieses Mistvieh. Oh nein, das ging daneben. Oh, oh, oh. Ihr seht, was die für Schaden macht. Wow. No chance. Oh. Ich erwische sie auch gar nicht richtig. Puh, vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen, ne? Und, ja, ich glaube, das werde ich tun. Ich werde mir erstmal Tränke holen, das hat hier keinen Sinn. So, rennt die Mimik hier noch rum? Nee, die wird jetzt wieder ihre Gestalt als Truhe eingenommen haben. Ich wollte ja noch was anderes. Nee, jetzt hat sie sich hier hingestellt. Okay. Moment, können wir jetzt nicht. Ah, ich versuch's mal. Können wir ja gleich zu Beginn ordentlich zusetzen. Ah, oh, nee, die hat sich natürlich super hingestellt. In Anführungsstrichen für uns. Nicht wirklich. Und weg. Oh, war das knapp. Gott. Na, die kann denn schon fletschen. Aber da fährt sie vielleicht einen schönen Schatz für uns. Ah, nein. Verdammt. Komm vor. Ah, nee, jetzt haut sie wieder ab hier. Dieses Mistvieh. Ach, Mensch. Ja, ich glaube, ich werde es einfach mal abkürzen und wenn ich es geschafft habe, dann zeige ich euch, was ich denn bekommen habe. Also dann, bis gleich.
So, herzlich willkommen zurück. Symbol der Habgier haben wir bekommen und eine abgründige Streitaxt, die wir auch brauchen für unser Ritter-Achievement. Also sprich, dass wir alle Waffen haben, ne? So, und jetzt würde ich mal sagen, sehen wir uns denn in dem neuen Gebiet gleich wieder. Also dann, bis gleich, Leute. So, herzlich willkommen zurück, Leute. Jetzt sind wir in der untoten Siedlung. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor, so rein namentlich, ne? Oh, aus dem ersten Teil. Gemeinde der Untoten. Hieß es ja da. Oh, ein Rufsymbol. Wen können wir denn hier rufen? Touchwood. Ist das ein NPC? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht so sicher. Die haben ja meistens so kurze, markige Namen. Nee, eigentlich nicht. Die haben Doppelnamen. So, hier. Ist hier noch irgendwas versteckt? Oder haben wir das beim letzten Mal schon aufgelesen? Das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, dem war so. So, können wir hier auch runter? Nee, das sollte ich wohl nicht wagen. Das ist ein bisschen tief. Oh, das sieht mir nach einem Schlachtfeld aus hier. Also da kommt was Größeres auf uns zu. Schon der nächste Boss? Oh nein. Vielleicht ist das der Grund, dass sich hier jemand zur Verfügung stellt, um zu helfen. Für Koop-Gefechte. So, na, ich gehe erstmal runter, mal sehen, was da ist. Ist auf der anderen Seite noch was? Na, ich gucke mich hier erstmal hier oben um, auf der Mauer. Die beten da irgendwie. Oh Gott, da geht ein Fallgitter auf. Und ein paar Hunde kommen aus. Ach, die bekämpfen sich untereinander. Cool. Na, lassen wir das mal zu. Umso weniger Arbeit haben wir mit den Kötern. Oder mit den... Obwohl, die sind ja eher harmlos, die Skelette. Na, die greifen wir ja nicht ohne weiteres an. Ach, das sind auch wieder Pilger. Okay. Sehr schön. Der nächste bitte. Ja, ihr kommt alle dran. Ihr kriegt alle eure Packung. Aber kein Hundefutter. Das steht schon mal fest. So. Ist hier auch wieder was drin? Nee. Ah, hier können wir... Nee. Hebel ziehen. Doch, den können wir ziehen. Was ist denn dahinter? Ach, da ist ja jemand. Ist das ein NPC? Oder können wir den anvisieren? Ich probiere es mal. Also ich kann ihn nicht anvisieren. Denn muss es ein NPC sein. Das hat doch einen Grund, dass hier so eine riesen Freifläche ist. Also es ist... Das kommt hier nicht von ungefähr. Ah, den Souls spielen. Das hat immer so seine Bewandtnis. Oh nee, ich will nicht wieder kämpfen. Ah, hier. Ah, Köderschild haben wir, okay. Wen sollen wir denn damit ködern? Oder weglocken vielleicht sogar. Ah, hier scheint nichts weiter zu sein. Wollen wir jetzt hier durchgehen vielleicht? Freund voraus. Okay. Der sieht ja so, ne. Die sind tot. Oh. Löst meine Fesseln. Undo my shackles. Ach, hier lebt einer. Ach. Und die anderen sind alle tot? Gibt's da nicht, können ja alle tot sein. Wow. Ein Drache? Bewegt er sich? Sah fast so aus auf den ersten Blick. Ah, hier ist aber noch was. Das müssen wir noch einsammeln. Heimatknochen 2, naja gut. Können wir auch gebrauchen, keine Frage. Der sah erst so lebendig aus hier. Aber nein, wir müssen mit ihm hier sprechen. Der bewegt sich ja immerhin auch. Das ist ein deutliches Indiz. Oh. Oh, then it's true. The champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Nimm seine Dienste an, natürlich. I am honored, truly.
I should be dead. Yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londo, do solemnly swear myself to you. Oh, und weg ist er. Hat sich auch weggebeamt. Die sind dann wahrscheinlich alle im Feuerbandschrein, nehme ich mal an. Und stehen uns mit ihren Diensten und Rat und Tat zur Seite. Bei ihm kann man dann scheinbar Zauber kaufen, nehme ich mal an. Und wir haben ja sowieso wahrscheinlich wieder das Achievement zu erfüllen, dass wir den Feuerbandschrein mit Leben füllen. Also, aber da blinkte doch, ihr habt es doch auch gesehen, ne, dass da vorhin irgendwas aufblinkte von wegen Finstergeist. Also, dass wir invadiert werden. Ja, so heißt ja eigentlich das Wort für Invasion, ne, das Verb. Oh nein. Oh nein. Blaue Wächter! Oh, genau, wir sind ja im blauen Eid. Blauer Geister greifen durch Eintracht. Gerufen durch Eintracht, also. Die helfen mir schon. Ach ja, da ist er. Puh. Kann ich mich verbeugen vor ihm? Wo ist er denn? Vor allem, wo ist der Finstergeist, ne? Hast du mit dem schon gekämpft? Wo ist denn der Finstergeist hier? Oh oh. Vor allen Dingen ist es ein... Der steht dahinter. Nee. Sah hier so rot aus. Ich sehe den nirgends. Der ist wahrscheinlich hinter dem Tor. Okay, nehme ich den mal mit. Ach so, kann man mit dem interagieren. Cool, du bist gut. Sind das Menschen? Asuras? Ne, ich glaube nicht, oder? Aber es ist natürlich cool, dass die kommen, um einen beizustehen. Also das brauche ich hier auf jeden Fall. Sonst sehe ich keine Sonne. Kommt natürlich auf den Angreifer an, ne? Also manche sind ja wirklich absolute Noobs. Da habe selbst ich eine Chance. Wow, der hilft mir. War doch kein NPC, okay. Ein schönes Dorf auf jeden Fall. Ah, und ein Leuchtfeuerchen. Mal gleich mal entzünden. Wunderbar. Was ist denn der Typ? Vorsicht vor Tod. Ach nee. Er ist wohl, hat sich wohl hinuntergestürzt, versehentlich. Ach, wieder eine geile Aussicht, ne? Dafür ist ja die Souls-Serie unter anderem berühmt. Ich hoffe mal, der bleibt mir die ganze Zeit an der Seite und steht mir bei. Wäre cool. Was steht da? Ah, wie ein Traum, finde ich auch. Wow, der hilft mir wirklich. Aber ist der nur einer? Sehr cool. Und wo ist denn der Finstergeist hier? Da? Nee. Das ist auch eine normale Gegner. Oh, abgehangenes Fleisch. Achso. So, jetzt ist es abgehangen. Kleiner Lederschild, cool. Brauchen wir ja sowieso. Ich glaube, Schilde muss man auch sammeln, oder? Die gehören, glaube ich, auch mit zu dem Achievement. Ich weiß es nicht. Ich muss mich da nochmal kundig machen. Jedenfalls, ach, da... Sehr cool, Kohleharz. Glaube ich, war das, ne? Oder? Ich habe es mal wieder überlesen. Ganz dezent. Ach du Scheiße. Wo ist denn hier der Finstergeist? Oder ist der schon wieder weg? Kann natürlich sein. Reparaturpulver. Ei, hier liegt eine Menge rum. So. War kein Finstergeist, weißt du? Weit und breit. Da hängen noch mehr. Der macht hier meine ganze Arbeit. Ich habe schon beinahe ein schlechtes Gewissen. Sehr, sehr lieb von dir. Ah, auf jeden Fall kennt der sich hier aus, ne? Zumindest hast du den Anschein. Visionen von Insekt. Oh, nee. So dunkel hier, Leute. Ich hoffe mal, ihr seht was. Ansonsten muss ich das Ganze ein bisschen aufhellen. Also sprich die Folge. So, aber ich möchte jetzt den Part ungern beenden, weil
Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie der mir hier hilft. Ist hier noch eine Truhe oder sowas? Na, der kennt sich vielleicht, wie gesagt, aus und zeigt mir noch. Aber hier ist kein Finstergeist, oder? Aber ich glaube, dann wäre er schon in seine Welt wieder zurückgekehrt. Wenn der Finstergeist nicht mehr da wäre. Die kann man nicht wegsteppen, oder was? Okay. Hm. Oh, das ist ein Dicker. Ach du Scheiße. Ach, hier ist auch noch was. Was war das denn? Was hat mich denn da getroffen? Hat der was geworfen oder wie? Ah, der wirft irgendwas. Ach, Dunkelmagie. Oh Scheiße. Oh Scheiße, ich krieg Probleme. Jo, das war ich. Oh, er spricht sogar mit mir. So, Leute, aber ich würde sagen, an der Stelle ist es eigentlich jetzt an der Zeit, ein Päuschen einzulegen. Na, nach so einem Tod. Und, oh, da ist ein Bogenschütze. Guckt euch den mal an. Was schießt der denn? Interessant. Aber wir werden es auf jeden Fall noch erfahren. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck.